Herzlich willkommen am Lehrbienenstand in Alzenau. Wir sehen, wenn wir einen Schwenk machen, die Ablegerbildung ist in vollem Gange. Einige Ableger sind jetzt schon in Eilage gegangen. Das heißt, die Königin ist begattet. Somit ist der richtige Zeitpunkt zur ersten Bekämpfung der Varroose. Und das werden wir tun mit Milchsäure. Zu verwenden ist nur die Milchsäure 15% Atuzet. Die habe ich hier schon mal in einen Pumpzerstäuber gefüllt. Milchsäure ist ziemlich mild. Trotzdem sollte man einige Sicherheitsregeln beachten. Das heißt, wir nehmen uns Schutzhandschuhe mit langen Stulpen. Gut, ich habe jetzt kurzärmelig an. Ist auch sehr warm. So. Und wir setzen meine Maske auf. Falls der Sprühnebel uns doch mal erwischt. Dann probieren wir einfach mal, wo der Sprühnebel hin zeigt. Also, ziemlich windstill. Jetzt kommt er auf. Und dann das voll. Ohne Rauch, ohne alles. Und sprühen sie von unten im 45 Grad Winkel an. Das ist deshalb so, weil die Zellen zeigen ja schräg nach oben an der Wabe. Wir wollen ja nicht in die Zellen sprühen, sondern nur die Bienen erwischen. So. Besprühen wir die Bienen so lange, bis sie so anfangen silbrig zu glänzen. Das reicht schon. Das heißt, sie sollen nicht verklammen, sondern nur ausreichend benetzt sein. Was auf die Idee zu viel? Nächste Wabe. Jetzt sehen wir hier schon, ich weiß nicht, ob man sieht, die Brut. Können wir die Bienen ein bisschen wegmachen hier. Hier ist schon Brut, kurz vor der Streckwabe, haben wir Glück gehabt. Jetzt wieder von unten. Mit der Milchsäure benetzen. So. Hier das gleiche Spiel. Beim Ableger machen wir das genau einmal. Weil er geht ja sowieso im Spätsommer. Wird er eingebunden in das Varroa-Bekämpfungskonzept. Deshalb reicht es, wenn wir hier einmal mit Milchsäure behandeln. Das war nicht gut. Das macht jetzt mal nichts. Denn hier ist auch schon bestiftet.
Schatten zu arbeiten, ist nicht so toll. So. Da sind die Könige drauf. Die können wir ruhig mitbesprühen. So, ich schaue hin. So, das sieht man hier, die Königin, die gleich Flüchten anfängt. So verhält sich eine junge Königin. Immer aufgeregt, wenn sie gestört wird. Ja. So sind sie, die jungen Mädels. Und drauf. Immer schön von unten. Die ist sau schwer, die Wabe. Das war die Futterwabe. Schön die Bienen benetzen. So. Reicht? Fassen wir das voll wieder zusammen. Das heißt, der Ablege. Scheiße, Handschuhe. So. So, jetzt können wir da vorne die Hand nochmal besprühen. Das war's. Jetzt wieder ablege. So, das mal waschen. Jetzt wieder ablege, nur noch bis in den Spätsommer gepflegt, das heißt gefüttert, kontrolliert, Mittelwände gegeben und zu einem gesunden Jungvolk aufgebaut. Das uns nächstes Jahr hoffentlich reichlich mit Honig belohnt.